Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach einem Brüsseler an Cocktailsauce als Vorspeis und einem Schäufeli mit einem Herdöpfel-Lauchgratin als Vorschlag für ein unkompliziertes Hauptgericht in den beiden letzten Sendungen kommen wir heute zum Dessert für das GOB-Weihnachtsessen. Kaum etwas anderes empfiehlt sich als krönenden Abschluss vom Festessen besser als die zahlreichen Spezialitäten Herd, Halbherd und Weichkäse, wo Sie in unseren Käsereillon auslesen oder im Offenverkauf abschneiden lassen. Den Käse produzieren wir natürlich nicht selber, das überlassen wir den versierten Vertragspartner in ausgesuchten Käsereien. Unsere Fachleute schauen aber beim Einkaufen besonders kritisch auf den Teig und die Lochung. Der Geschmack wird geprüft und erst wenn das Äußere den Vorstellungen entspricht, kommt der Käse ins GOB-Käsezentrum nach Kirchberg. Dort wird er dann so lange gepflegt und gelagert, bis er reif genug ist zum Schneiden oder Reiben, Verpacken und Ausliefern in Ihren nächsten GOB-Lade. Wenn Sie das GOB-Studio regelmässig schauen, dann haben Sie ja gesehen, dass man auch über die Festtage nicht auf Produkte aus biologischem Anbau oder artgerechter Tierhaltung muss verzichten. Auch beim Käse ist das nicht anders. Neben dem Bündner Bergkäse und dem Appenzeller offerieren wir Ihnen auch Emmentaler unter dem GOB Naturaplan Label. Die Milch dafür kommt aus verschiedenen Biohöfen aus dem Emmental. Und produziert wird in regionalen Käsereigenossenschaften und seit kurzem auch in der bekannten Schaukäserei in Affoltern, wo man den Käser bei der Arbeit gerade zuschauen kann. Nach dem Produkt aus der Urheimat des Emmentaler möchte ich Ihnen eine weitere Neuheit und GOB-Exklusivität vorstellen. Quarkcreme Natur und Quarkcreme Vanille in der wiederverschliessbaren Haushaltbox. Die Quarkcreme ist außergewöhnlich fein und cremig und eigentlich schon mehr ein Dessert. Der Armin Amrain hat es auch probiert und ist natürlich sofort zu einer neuen Kreation inspiriert worden. Grüezi miteinander. Weil sie gut zu exotischen Früchten passt, habe ich mich das Mal für Quarkcreme Natur entschieden. Quarkcreme mit Zitronensaft und Zucker verrühren, die eingeweichte Gelatine gut ausdrücken, in weissem Raum auflösen und beifügen. Steif geschlagenes Eiweiß mit Zucker drunter heben, ebenfalls geschlagenen Rahm und Mangowürfel unter die Masse heben. Sofort in Dämballförmig abfüllen und kühl stellen. Für Zitrussoße Orangensaft und Limettensaft mit Zucker ein bisschen einkochen. Orangenmarmelade und eine Limettenzeste beifügen. Nach dem Erkalten die Dämball stürzen und mit exotischen Früchten wie Ananas, Kiwi und Mango garnieren und mit der Zitrussoße und gießen. Das Rezept ist einfacher, als Sie vielleicht meinen. Sie finden es übrigens auf der Seite mit den Aktionen in der Coop-Zeitung. Viel Vergnügen beim Verwöhnen von Ihren Gästen und auf Wiedersehen. Über die Festtage darf man sich auch, was Kalorien betrifft, ruhig mal ein bisschen mehr gönnen. Dass das dann aber auch gerade mehr kosten soll, von dem halten wir nicht viel. Darum sind auch die exotischen Früchte für das Dessert jetzt viel günstiger. Die schöne Ananas aus Ghana zum Beispiel gibt es für 3,90. Das gleiche gilt für Clementinen aus Spanien. Im 2-Kilo-Netz kostet es 3,50. Und 100 Gramm atlantischer Rauchlachs aus Norwegen, geschnitten und verpackt, kommen sie über für 4,50. Und damit Sie das alles in schönster Erinnerung behalten, offerieren wir Ihnen auch verschiedene Filme. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, bei uns sei überhaupt alles günstiger, ist das nicht falsch. Auch die beiden Produkte, die sich heute in unserem Markenfenster vorstellen, gibt es nämlich zum Aktionspreis. Ich bin sehr überzeugt von Meridol. Heute ist irritiertes Zahnfleisch für mich ein Fremdwort. Also ich glaube, ich bleibe bei Meridol, weil ich erstens der Geschmack gefällt mir sehr gut und zweitens spüre ich noch eine gute Wirkung. Früher hatte ich gereiztes Zahnfleisch und heute habe ich Meridol. Meridol regeneriert irritiertes Zahnfleisch rasch. Meridol, Balsam für Ihr Zahnfleisch. Ambassador Pralines. Höchstes Raffinement und reichste Auswahl. Unvergleichlich. Und 9 davon sind ganz neue Kreationen. Ambassador, ein Feuerwerk des guten Geschmacks. Mit Informationen, Neuheiten, Rezept und Spartipps ist auch das letzte GOB-Studio von diesem Jahr zu Ende gegangen. Ich hoffe, es hat auch das mal etwas dabei gehabt, das Ihnen gefallen hat oder das Sie gut brauchen können. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch im Namen des Teams herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen und für die Aufmerksamkeit, die Sie uns Woche für Woche geschenkt haben. Recht schöne Festtage und auf Wiedersehen.